Hey ho, meine Lieben, Bonusvideo für Big Tux Barbecue. Tja, was soll ich sagen? Ich habe Besuch bekommen. Die sind leider sehr spät heute Nacht gekommen, wegen einer Panne auf der Autobahn. Und Leute, ich habe mal richtig blöd geguckt. So sind die in den Hof reingefahren. Hintergrund der Geschichte. Ich habe mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe die Speisekarte vom Tagi gepostet und habe geschrieben, ey Tagi, einmal von jedem etwas bitte, und gesagt, bis um 19 Uhr soll es da sein. Er hat es nicht geschafft und naja, jetzt kam der Besuch so an und dann ist der René. Hallöchen. Ausgestiegen. Mit einem kleinen Paket vom Tagi. Genau. Mit Speiseplan und allem drum und dran. Also, ich weiß nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Das haben die Hunde unter sich ausgemacht. Und eben das packen wir jetzt aus. Eigentlich hätte es ja noch ein Unboxing-Video heute geben sollen. Das wäre aus El Paso gekommen, aber irgendwie ist es nicht weit weggegangen davon, von denen, und das ist wieder zurückgegangen. Aber ja, freut euch, wenn ich das nächste Paket kriege. Da gibt es nämlich dann auch noch ein Unboxing. Ja, und jetzt machen wir das Paket hier auf. Ey, und Tagi, weh, das Ding explodiert, fliegt mir um die Ohren oder sonst was. Ich komme vorbei in die Lausitz und hau dich. Also Tagi, erst einmal danke, dass ich ein Kennzeichen bekommen habe, was ich mir an die Wand hängen kann zu den anderen Kennzeichen. Ja, und? Eigentlich nicht. Was? Eigentlich nicht. Das nehme ich wieder mit. Wie? Das Kennzeichen. Ich habe gedacht, das kriege ich jetzt. Nö. Ach, Menno. Und dann machen wir hier das Ding mal auf. Und wie gesagt, wenn man das jetzt um die Ohren fliegt oder sonst was, komme ich in die Lausitz und dann gibt es Ärger. Das ist natürlich was ganz was anderes. Das Pommespulver. Hey, aber hallo. Aber hallo. Das ist ja sogar was, da freue ich mich drüber. Ha! Also Tagi, vielen, vielen Dank. Also ich habe jetzt echt das Schlimmste erwartet. Aber Big Tux Pommes Kit. Das ist aber richtig geil. Gibt es zu kaufen? Kann man sich das bei dir bestellen? Sehr geil. Ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, ich habe mir vor Jahren auch mal so ein Pommespulver bestellt gehabt. Das habe ich aber nie ausprobiert gehabt. Leider. Das kann man wahrscheinlich mittlerweile wegschmeißen. Das ist schon viele, viele Jahre her. Da habe ich, glaube ich, noch gar kein YouTube gemacht. Naja, gut. Dann gucken wir mal, ob wir noch dieses Wochenende dazu kommen und es vielleicht noch mit ins Video einbauen. Ja, vielen Dank und ja, legen wir los. Werden wir groß. Wir haben noch andere Videos vor. Wir haben noch mehr vor das Wochenende. Leute, lasst euch überraschen. Ich habe noch ein anderes Video vorher, was ich raushau. Ja, dann halt. Bastelvideos kommen auch noch wieder welche. Und das aus El Paso wurde nicht als Sperrgut deklariert, aber nach Pfingsten geht es wieder auf die Reise und das gibt dann auch ein Bonusvideo. Leute, wir sehen uns dann. Ja, ich gehe jetzt gleich rein zum Video bearbeiten und danach geht es mit dem nächsten Videodreh weiter. Tchaikovsky.